Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und wir machen weiter in der Serie von den Aussagen, die ihr ignorieren solltet. Wir hatten bereits die Aussagen von Steroid-Bodybuildern und auch die Aussagen von den Gym-Bros. Dieses Mal kümmern wir uns um die Aussagen von Fitness-YouTubern. Ja, dazu gehöre ich auch. Sicherlich. Irgendwo. Aber gut, ihr werdet wissen, was ich meine. Dies sind die Aussagen von Fitness-YouTubern, auf die ihr definitiv nicht unbedingt hören müsst. Und direkt die Nummer 1 hinterhergeschossen. Immer dann, wenn die euch erzählen, dass ihre Regeneration doch gut ist, weil sie diese und diese Tipps befolgen. Macht das auch und ihr habt die gleiche Regeneration. Alles, wenn es um dieses Thema Regeneration und Training geht. Nun ja, das ist bei Fitness-YouTubern, die wirklich im Game sind, und ich rede nicht von Leuten, die ihre 5600 Abonnenten hat oder diese kümmerliche Zahl da unten. Nein, ich rede von Leuten, die richtig im Game sind und Hunderttausende mehr haben. Die haben ein komplett anderen Lifestyle und ein anderes Leben. Das sind Profisportler. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet nicht, dass sie unbedingt an Wettkämpfen teilnehmen, aber es gibt die Definition des Profis, der dadurch Geld verdient. Das heißt, diese Tätigkeit, dass sie trainieren, ist ihr Beruf. Und das machen sie nicht mehr nur nebenbei. Und was ist der größte Unterschied zu euch da draußen? Ihr habt einen Beruf. Das heißt, für euch ist das Krafttraining nur nebenbei, das Bodybuilding nebenbei. Diese YouTuber leben davon, dass sie ein Aushängeschild haben und das ist ihr Körper. Und machen sogar oft mal Wettkämpfe mit oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall dürfen sie nicht nachlassen. Und das bedeutet, dass sie dem sehr viel Zeit widmen, abgesehen davon, dass sie es auch können. Aber es ist eben auch ihr Beruf und sie müssen es tun. Und dazu haben sie 24 Stunden am Tag Zeit. Diese Leute, genauso wie Profisportler, die Wettkämpfe machen und dafür bezahlt werden, die schlafen teilweise 10 bis 12 Stunden am Tag. Die können trainieren, wann sie wollen. Die können in leere Fitnessstudios gehen. Die haben vielleicht ihr eigenes Fitnessstudio und können da jederzeit hingehen. Die haben alle Supplements der Welt, weil sie die geschenkt bekommen. Die können sich komplett auf das Training einlassen. Die können schon montags daran denken, welches Training sie am Donnerstag haben und darauf freuen. Sie können sich mit der Theorie beschäftigen und so weiter. Ihr müsst das alles zwischen Tür und Angel machen. Im Auto, ihr müsst euch irgendwie ernähren, neben eurem Job. Vielleicht habt ihr einen Job, der viele Regenerationskräfte bereits schon nimmt. Vielleicht habt ihr einen körperlichen Job, aber alleine auch nur 8 Stunden irgendwo zu stehen oder zu sitzen, nehmt euch diese Energie. Und das sind ganz andere Voraussetzungen. Also, das sind Dinge, da könnt ihr schlecht drauf hören. Und wenn euch jemand erzählt, ach, ich kann auch 3-mal die Woche die Brust trainieren, das passt schon von der Regeneration, dann wisst ihr das jetzt besser einzuordnen. Fitness-YouTube wäre nicht Fitness-YouTube, wenn es nicht meistens um Studien ginge. Und wenn euch ein Fitness-YouTuber wieder von der neuesten Studie erzählt oder einfach nur als Beweisführung für seine Behauptung sagt, da gibt es eine Studie und die findet ihr unten verlinkt, dann ist das auch etwas, was ihr gerne ignorieren könnt. In den meisten Fällen. Außer ihr habt die Muße, wirklich in die Studie zu gucken und auch das Know-how, um das zu machen. Denn diese Studien sind oft wirklich viele Seiten lang, manchmal sogar auf Englisch. Und dann müsst ihr nicht nur richtig gut Englisch können, sondern ihr müsst euch mit wissenschaftlichen Studien auskennen. Nur weil da irgendwo im Resümee steht und ihr die letzten 5 Zeilen lest, dass das und das und das ausgesagt wurde, heißt das nicht, dass das stimmt. Denn man kann sogar Studien kritisch betrachten. Und das nennt sich die Hermeneutik von Studien. Dazu müsst ihr das gelernt haben, euch damit auseinandergesetzt haben und dann auch aktiv damit auseinandersetzen. Und hier der Tipp, die meisten Studien im Bodybuilding-Bereich sind absolut schlecht und kann nicht herangezogen werden für die Praxis. Warum? Das sage ich nicht etwa, weil ich trotzig bin, denn ich möchte genauso wie jeder andere da draußen wissenschaftlich gerne herbeigeführt haben, was ich tun muss für den optimalen Muskelaufbau. Oh Gott, das wäre ein Traum! Aber leider ist das nicht so. Die Studien sind meistens nur für kurze Zeit, denn sonst wäre es auch viel zu teuer. Die gehen also über 1, 2 oder 3 Monate, aber beschäftigen sich nicht damit, wie man über 6 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre Muskeln aufbauen kann, wie ein Fortgeschrittener das macht. Und zusätzlich sind sie auch noch mit einer beschränkten Anzahl von Personen, meistens 25 oder 50 Personen, selten darüber hinaus. Eine Studie, die mal über 5 Jahre geht und mit 5000 Leuten ist, werdet ihr nicht finden. Denn dafür sind schlichtweg die Gelder nicht da und daraus ist zu wenig zu verdienen. Denn immerhin gibt es da kein großes Medikament dahinter oder dergleichen. Das heißt, wer finanziert das Ganze und wie kann man das machen? Und so eine große Kontrollgruppe, da geht dann auch eine ganze Menge daneben. Also, das ist einfach fast unmöglich umzusetzen. Und sobald ihr in die Studien reinschaut, seht ihr schon, bei den Voraussetzungen könnt ihr nicht unbedingt nachgehen.
Wo ihr aber nachgehen könnt, ist die akkumulierte Erfahrung von allen Leuten um euch herum im Sport. Denn das ist mindestens gleichbedeutend wie eine Studie. Wenn ihr also insgesamt 300 Leute in den letzten 2 Jahren gefragt habt, was das beste Trainingssystem war, dann habt ihr eigentlich ein viel saubereres und besseres Ergebnis als die meisten wissenschaftlichen Studien, die nur 25, 30, 40, 50 Leute maximal dazu angeschaut haben. Deswegen, immer wenn euch ein Fitness-YouTuber wieder von der neuesten Studie erzählen wollt, gibt es so viele Gründe, warum ihr dies ignorieren solltet. Schaut genauer hin, wenn ihr wollt, und man kann sicherlich auch was aus jeder Studie irgendwo mitnehmen, aber mehr als ein Indiz, selten. Hier findet ihr nun meinen individuellen Trainingsplan für euch, der nur auf euch zugeschrieben ist. So oder so ähnlich lautet mindestens von jedem zweiten Fitness-YouTuber der letzten 10 Jahre irgendein Satz im Video. Denn alle Fitness-YouTuber, die ein gewisses Volumen an Followern erreicht haben, fangen irgendwann an, ihr Trainingsbuch, ihren Trainingsplan, ihre Trainings-App zu machen. Und natürlich dann folgen Kochbuch, Kochrezepte, Ernährungsbücher und so weiter. Und alle behaupten das Gleiche. Das hier ist euer Trainingsplan. Und weil man nun mal schlecht sagen kann, hier habt ihr den ultimativen Trainingsplan, denn weil dafür habt ihr auch schon den Wissensvorsprung und wisst, ein Trainingsplan für alle Menschen auf dieser Welt kann nicht hinhauen. Also, was machen Sie, um es einfach anders zu formulieren? Das ist ein auf euch individuell zugeschriebener Plan. Faktisch ist das aber absolut unmöglich. Ein richtiger Personal Trainer würde sich mit euch stundenlang unterhalten, um den optimalen Plan zu machen. Und dann bekommt ihr den nicht einfach nach den Unterhaltungen und der wird euch hingelegt. Nur um euch mal ein bisschen was von meiner früheren Arbeitswelt zu erzählen. Ich habe mich erst stundenlang mit Klienten unterhalten. Das heißt, ich musste eine Anamnese durchführen. Was hatten Sie bereits alles gemacht? Was haben Sie bereits alles trainiert? Welche Erfahrung haben Sie? Wo stehen Sie? Welche Ernährung hatten Sie bisher? Welche Verletzungen, welche Krankheiten, welche Medikamente nehmen Sie eventuell? Und dann geht es ins Training und ich prüfe das nochmal. Das heißt, ein halber Physiotherapeut ist damit drin oder ihr habt sogar einen Physiotherapeuten in eurem Team. Das wird noch besser. Der guckt dann, wie tretet ihr auf? Wie verhalten sich eure Schultern, eure Ellbogen, eure Arme? Wie bewegt ihr euch auf den einzelnen Maschinen? Dann wird geguckt, was passt zu euch und was weniger? Wo müsst ihr nachhelfen? Welche Muskeln sind vielleicht hinterher und welche nicht? All das wird analysiert und das über mehrere Trainingseinheiten. Und dann wird der Plan erstmal entworfen, ein erster Entwurf, deswegen nennt man es auch Entwurf, weil ihr dann diesen Plan abtrainiert, aber das immer noch beäugt vom Fitnesstrainer, vom Personal Trainer. Und der schaut dann anschließend, ob das so auch passt, korrigiert die Übungen und guckt, wie ihr euch in diesen Plan reinentwickelt. Das betreut er für die nächsten Wochen, teilweise Monate und im besten Fall auch Jahre. Merkt ihr? Das kann dieser individuelle, vom Computer ausgespuckte Plan gar nicht machen. Und kein YouTuber wird dahinter sein und 60.000 Anfragen durchgehen und Pläne entwickeln. Nein, das macht die geniale App, die er hat, für die irgendein Programmierer auf die zugekommen ist und gesagt hat, hier kannst du deinen Namen dafür hergeben und dann machen wir 50-50 oder so etwas. Also, wenn ihr so etwas hört, einfach ignorieren. Diesen Plan gibt es nicht und alle haben am Ende doch wieder nur das Gleiche. Und mit dem Link da unten findet ihr die besten Supplements. Keine Sorge, hier ist kein Link zu finden. Das ist eine Aussage, die hört ihr von irgendwie jedem Fitness-YouTuber und das Ganze wurde schon ad absurdum geführt von einigen, wie von einem Kevin Wolter, der dann mal eben wöchentlich wechselte und immer wieder behauptet hat, dieses Mal hat er gewechselt für die bessere Qualität und dieses Mal hat er sich überzeugt. Jeder YouTuber macht, wenn er einen neuen Sponsor hat, einen neuen Supplement-Sponsor, meistens auch noch die Tour und guckt sich die Fabrikwerke an. Dann sieht man ein tolles Video, wie er sich die Produktion anguckt. Aber mal ganz ehrlich, können die das einschätzen? Sind das jetzt Ingenieure, die die Maschinen einschätzen können? Sind das Chemiker, die dann noch überprüfen, was da drin ist? Nein, die sehen irgendwo Pulver durchfließen oder sonst irgendetwas. Und dann heißt es, Checkmark, das ist eine tolle Qualität. Bitte. Und wenn das nicht einmal geschehen ist und die behaupten einfach, hey, das sind die besten Supplements, meistens sind die etablierten Supplement-Firmen alle das Gleiche. Protein ist Protein. Wenn ihr irgendwo das 5-Kilo-Paket für 9,99 Euro aus Holland holt, okay, dann ist es wahrscheinlich nicht das Qualitätsprotein. Aber wer kann selbst das schon unterscheiden? Aber wenn ihr die etablierten 5 bis 10 Marken durchgeht, da ist Protein, Protein, Kreatin, Kreatin, Vitaminkapsel, Vitaminkapsel. Das Rad wird nicht neu erfunden. Bestenfalls Zusammenstellungen können mal besser und mal schlechter sein. Wie zum Beispiel ein Booster. Das ist eine Zusammenstellung aus mehreren Ingredienzien und da haben alle so ihr eigenes Rezept. Aber selbst die modernen Booster, durch die Informationen, die nun mal auch rausgekommen sind auf YouTube und die nun mal alle wissen, was da drin sein sollte, sind fast alle gleich aufgebaut. Da gibt es dann höchstens einen geschmacklichen Unterschied und das war's. Also
die Behauptung, hier bekommt ihr die besten Supplements, ist einfach nicht wahr. Die können gerne sagen, so könnt ihr mich supporten. Super, kann man machen und das ist durchaus legitim, aber es sind nicht die besten. Und wer jetzt die absolut besten Supplements haben möchte, der kann mit dem Code GOTTI15 bei Protein Arena bestellen. Da findet ihr einen ganzen Haufen von Marken und spart auch noch 15% dabei. Und ich weiß, dass es euch jetzt auf der Zunge brennt. Und ich weiß, dass es schon in den Kommentaren entweder jetzt schon bis zum jetzigen Zeitpunkt des Videos steht oder dass ihr schon ganz heiß darauf seid, das gleich reinzutippen. Und zwar immer dann, wenn YouTuber, Fitness-YouTuber davon sprechen, dass sie natural sind. Das ist eines der größten Themen der letzten, ich würde sagen, 10 Jahren von Fitness-YouTube Deutschland gewesen, seitdem es Fitness-YouTube gibt, nämlich der Betrug mit der äußerlichen Referenz dafür, dass sie wirklich Ahnung haben, aber in Wirklichkeit nachgeholfen haben mit Steroiden. Das ist so alt wie Fitness-YouTube quasi und es kam irgendwann die ersten Skandale raus. Obwohl ich selbst jetzt schon gar nicht mehr nachvollziehen kann, kamen sie wirklich raus oder waren es nur Vorwürfe, die immer wieder da waren, aber dann doch wieder durch ominöse Tests oder sonst irgendetwas im Prinzip vergessen wurden, abgeschmettert wurden. Was dann letzten Endes wahr ist oder nicht, keine Ahnung. Aber wenn jemand schon unbedingt darauf hinweisen muss, ich bin natural, und nicht einfach nur sagt, hey, ich bin Bodybuilder, dann ist das für mich bereits schon ein Zeichen. Nicht ein Zeichen dafür, dass das nicht sein kann. Aber wer schon sich so sehr damit auseinandersetzt, dann wird er sicherlich nicht dann ein Hemd sein. Also das wird dir kein Lauch schreiben, ich bin Natural-Bodybuilder, weil dann würde der direkt den Spruch kassiert bekommen, ja, das sieht man auch. Meistens sind es die ganz krassen Ecken und dann wird es ein bisschen schwer zu glauben. Aber ich frage mich auch jedes Mal, warum schreibt man das überhaupt dazu? Warum adressiert man das überhaupt? Wenn man mal endlich von diesem Thema wegkommen will, denn Tipp ist Tipp. Und egal, wer euch da die Referenz vorsetzt, auf einen Markus Rühl kann man trotzdem hören. Auch wenn er ganz offenkundig Steroide genommen hat und das ja auch durchaus sagt. Aber er hat sicherlich einige Tipps für euch, auf die man auch hören kann. Aber warum muss man das unbedingt benennen und dann erst zu einem Thema machen? Keine Ahnung, aber das ist sicherlich eine Sache, die euch alle da draußen beschäftigt. Und da kann ich nur sagen, beschäftigt euch einfach nicht damit. Wurscht, nehmt euch die Tipps an oder nicht. Aber wie jemand den Körper bekommen hat oder wie da draußen jemand das teure Auto bekommen hat, soll doch eigentlich egal sein. Wenn er euch erzählen kann, wie man einen Ferrari gut fährt und wie man den am besten tankt, dann muss man nicht wissen, wie er den bekommen hat. Dennoch gibt es ein paar Dinge, auf die man dann sicherlich nicht hören sollte und die man definitiv ignorieren sollte, wenn Leute in diese medikamentöse Trickkiste gegriffen haben. Und die findet ihr hier. Gleich weiter gucken und da findet ihr dann die Dinge, auf die man definitiv nicht hören sollte von solchen Leuten. Ansonsten, wenn das Ganze gefallen hat, lasst mir ein Like da und natürlich kommentiert ordentlich, was ich hier gesagt habe. Abonniert den Kanal, verpasst kein Video mehr, schaut euch die anderen Videos an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald, euer Fitness-YouTuber Gotti.